So kommt der Glaube aus der Predigt. Römer Kapitel 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Manchmal kann man einen Sachverhalt und eine Information und Feststellung sehr kompliziert und undurchschaubar vermitteln und darstellen. Oft ist das gar nicht nötig, vor allem wenn es sich um zwischenmenschliche und beziehungstechnische Dinge handelt. Da ist es nicht selten eher ärgerlich, wenn man mit Dingen zugedröhnt wird, die kein Licht ins Dunkle bringen und mehr Fragen als Antworten beinhaltet. Das hat auch nicht unbedingt etwas mit Intelligenz und der Auffassungsgabe zu tun, sondern vielmehr mit Wortklauberei, Hochmut, Diplomatie, Politik und Heuchelei und einfach einer gewissen Feigheit. Mich hat es früher in der Schule immer sehr gestört, wenn an sich klare und einfache Gegebenheiten und Ereignisse unnötig schwierig und unklar ausgedrückt und beschrieben wurden. Priorität sollte von daher immer haben, dass es verstanden wird, was man hört, und man weiß, was Sache ist, man damit tatsächlich etwas praktisch anfangen kann. Manchmal wird auch so verfahren, wenn es sich um biblische Dinge dreht, um biblische Inhalte. Da schreckt man die Leute manchmal eher ab, als dass man sie gewinnt und motiviert. Wenn aus dem Wort Gottes ein hieroglyphenartiges, staubtrockenes Erkenntniswirrwarr gemacht wird, dann ist das irgendwie verkehrt und nicht im Sinne Gottes. Auf diese Weise bleiben Menschen dann eher ahnungslos als gut informiert. Und sie schütteln vielleicht den Kopf und verstehen einfach nicht, was man ihnen denn im Grunde sagen möchte. Ein Grund mag eine gewisse unbeteiligte Distanz sein. Wenn das Herz an Wärme verliert, reagiert meist nur noch der kühle Verstand und dann wird's kompliziert. Das ist manchmal schwer zu verdauen. Gottes Wort und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5,3. Und dies sagte derjenige, der als Mensch das schwerste Leben auf Erden hatte, als sonst irgendeiner, nämlich Gottes Sohn Jesus Christus. Was war sein Geheimnis? Er liebte Gott und wurde geliebt. Das ist im Grunde alles. Aus dieser Liebe heraus fällt einem der Gehorsam des Glaubens leicht. Was wir nicht schaffen, ist meistens kein Ergebnis des Mangels an Wissen und Information, sondern eher ein Mangel an Liebe zu Gott und den Menschen. Liebe ist nicht kompliziert. Wir Menschen machen es leider manchmal kompliziert und schwierig, weil wir die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dort oft nicht innerlich abholen, wo sie stehen und wo sie es am meisten brauchen und ersehnen. Nämlich in ihrem Herzen und nicht unbedingt immer nur in ihrem Verstand. Viele Menschen wissen es womöglich gar nicht, wonach sie sich wirklich sehnen und was sie tatsächlich brauchen, um ein anderer Mensch zu werden, um Hoffnung zu haben, um Zuversicht zu gewinnen und einfach auch den Sinn des Lebens zu erfassen, zu ergreifen und einfach im Glauben an Gott tatsächlich die Antwort auf ihre Fragen zu erhalten. Das bewirkt dann, wenn wir den Menschen in Liebe auch das Wort verkündigen. Und die beste Information nützt im Grunde nichts oder nicht viel, wenn die Liebe fehlt. Jesus hat dafür gebetet, dass Menschen durch unsere Worte zum Glauben kommen. Johannes 17, 20. Und das sollte uns doch zu denken geben. So eine Predigt muss von Herzen kommen und findet ganz sicher nicht nur sonntags auf der Kanzel statt. Liebe schlägt Wellen und Informationen, aus denen die Liebe hervorgeht und plausibel wird, umso mehr. Und die Menschen, die lesen oft in uns mehr als
dass sie die Worte lesen oder uns zuhören. Sie schauen auf uns, auf unseren Charakter, auf unsere Einstellung, auf die Art und Weise, wie wir unser Leben leben und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Auch das ist sozusagen dann eine Predigt ohne Worte. Unsere Glaubensgrundlage ist das Wort Gottes in der Bibel. Aber unsere Worte können auch unsere eigenen Worte sein und unsere eigene Persönlichkeit beinhalten. Das macht ja auch Sinn. Dann reden wir nicht über den Glauben und diesen Gott, sondern über meinen Glauben und über meinen Herrn und Erlöser, Gottes Sohn Jesus Christus. Dann wird Gnade und Vergebung und Liebe greifbar und überaus persönlich. Und nur so werden wir auch gehört und ernst genommen. Es ist klar, dass man nicht nur mit Worten predigen sollte, per Brief, Telefon oder Andachten oder im Internet, sondern eben auch mit den Taten. 2. Korinther 10, Verse 10 und 11. Gott befähigt Menschen, seine Worte zu gebrauchen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir den Drang und den Ruf danach haben, etwas zu sagen, etwas zu schreiben, dann sollten wir das auch ernst nehmen und um Führung beten, um Möglichkeiten bitten und einfach auch unseren Dienst vorbereiten. Durch Glaube, durch Gebet, durch das Wort in der Bibel. Wir sollen es nicht wie Mose machen, der sich zuerst als ungeeignet ansah und auf seine schwere Zunge verwies, 2. Mose 4, 10. Gott hatte ihn erwählt und befähigt und ihm mit Aaron, einen redegewandten Mann, an die Seite gestellt, sodass er dann ohne Angst zum Pharao gehen konnte und ihm die Forderungen stellen durfte und sollte, die Gott ihm aufgetragen hat, nämlich sein Volk ziehen zu lassen. Heutzutage reden vermutlich manchmal zu viele Leute anstatt zu wenige, gerade im christlichen Bereich. Nicht umsonst heißt es in der Bibel ja auch, wir sollen darum bitten, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Diese Not haben wir nach wie vor. Wenn es nur aus eigenem Antrieb geschieht oder man sich selbst profilieren will oder sich einfach selbst gerne reden hört, dann läuft es eher in die falsche Richtung. Aber wenn wir einfach auch unser Herz auf Gott ausrichten und das einfach auch sein Wille zu unserem Willen wird, dass wir nämlich die Versöhnung predigen, den Menschen nahelegen, an Jesus Christus, ihren Erlöser, zu glauben, weil uns das einfach wichtig ist, weil wir möchten, dass viele Menschen erlöst werden und im Himmel sein werden, dann haben wir die rechte Einstellung. Dann sehen wir die Dinge, diese Welt, andere Menschen mit Gottes Augen. Der will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und keiner verloren geht. Aber es gibt eben auch Menschen, bei denen ist diese Einstellung nicht so vorhanden oder so ausgeprägt, wie es eigentlich sein sollte. Manche predigen sogar, während sie beten. Das verwundert mich immer wieder, als ob man Gott erzählen müsste, was in seinem Wort steht. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden und durch viele Worte Gott und Menschen beeindrucken wollen. Matthäus 6, 7. Es kommt auf das richtige Wort zur rechten Zeit an und vor allem auf die Gesinnung meines Herzens. Es geht um eine vertrauensvolle Hingabe, die von Herzen kommt. Das sollen wir vermitteln. Wir haben vielleicht auch als Christen nicht immer auf alles eine Antwort, aber wir können immer auf den verweisen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist Jesus Christus. Und auf ihn dürfen wir hinweisen. Er hat die Kraft, er hat die Macht, er hat die Weisheit. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er bringt ans Ziel. Jesus Christus ist das Allerwichtigste und der Mittelpunkt unserer Verkündigung. Und auf ihn dürfen wir hinweisen und müssen nicht immer krampfhaft versuchen, auf alles eine Antwort zu finden. Wenn wir das können und die Bibel uns das auch auf die eine oder andere Weise vermittelt, so können wir das natürlich gerne weitergeben. Aber manchmal kommen wir auch an unsere Grenzen und wissen nicht so recht, was wir jemandem antworten sollen. Und dann dürfen wir einfach auch ehrlich sein und aus den Fragen, die einer hat,
auch einfach ein Gebet machen und in der Fürbitte so einen Menschen Gott anbefehlen. Und aus so einer Predigt, aus so einem Gebet kommt dann auch der Glaube und das Wort Christi wird lebendig bei uns und auch bei denen, denen wir das vermitteln. Aus Liebe, aus Dankbarkeit im Heiligen Geist zur Ehre Gottes. Amen.